Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Schütz. Der Sperberhorst. Wo der Auwald am dichtesten ist, wo Hopfen und Waldrebe das Unterholz verfilzen, dort steht auf dem niederen Ast einer Eiche der Sperberhorst. Im Lauf der Jahre ist er zu einer umfangreichen Burg herangewachsen, denn jedes Paar, das ihn benutzt, bastelt und flickt daran herum oder wirft wenigstens frische Reiser auf den Rand. Wenn der Sperber sich sonst schon nicht gern zeigt, wie er sich am Horst benimmt, ist ein Meisterstück von Heimlichkeit. Kommt das Männchen vom Raubzug, so treibt es sich eine Viertelstunde in der Nähe herum und erst, nachdem es sich vergewissert hat, dass die Luft ganz rein ist, traut es sich wirklich heran. Und wenn es abstreicht, geschieht es ebenso listig und verborgen. Sogar die Raublust schweigt vor der Vorsicht. Nie schlägt es Beute in der Nähe seines Horstes. Unentwegt harrt das Weibchen auf den Eiern aus, bis eines Tages 4 grau-weiße Wollknäuel in der Mulde hocken, die alle einen roten Gierschlund aufsperren, der anscheinend unergründlich ist. Denn so viel die Alten auch hineinstopfen, es hat immer noch etwas Platz. In dieser Zeit wird der Sperber zu der furchtbarsten Geißel der ganzen Vogelwelt, vom Goldhähnchen bis zum Rebhuhn. Was er erraffen kann, muss dran glauben.